Heiliger Lehe mir schon, Papa hat wieder was zu schreiben, Papa kurz wieder alles, oh, Papa hat wieder offen, hat wieder vor mit YouTube aufzuhören, ne. Also heute Nacht irgendwann scheint die Kommentarfunktion verschwunden zu sein. Ich kann zwar irgendwie noch auf Kommentare antworten, die ich krieg, aber ich kann keine Kommentare mehr schreiben ohne andere Videos. Und ich schätze mal, dass ihr dann unter meinen Videos auch keine Kommentare mehr schreiben könnt. Und es ist einfach, es kotzt mich an. Es kotzt mich an, wie YouTube mit uns umgeht. Mit uns Videoproduzenten. Es kannst nicht sagen, ich sag ganz klar, fick dich, YouTube, ja. Fick dich, jetzt muss ich gucken, dass mein Mittelfinger im Bild ist, das macht stabil, aber es ist so, genau dann habe ich für YouTube noch nicht. Genau dann lange, ich habe die ganze Zeit YouTube irgendwie noch mal die Hand gegeben, aber nein, mehr wie den Finger kann ich denen echt nicht geben. Mehr wie den Finger sind sie da wert, die sind gar nichts wert, die Dickstallung. Und es muss alles enden, aber ich habe jetzt schon so oft geschenkt und habe so oft gesagt, ich mache meinen Kanal dicht und so, aber diesmal, nein. Also, Erschaus bleibt noch, deswegen heißt das Video hier YouTube-Rente oder YouTube-Ende. Aber, ja. Ja, ich denke, das war's. Ich denke echt, das war's, weil wie YouTube mit uns umgeht, mit uns Videoproduzenten, das lasse ich zumindest ist mir nie mehr länger gefallen. Ja, der Kommentar, die Videos, was on sind, bleiben on, das ist Ketten. Wenn die Kommentarfunktion irgendwann zurückkommen sollte, mache ich vielleicht, wenn es mal wieder besser wird, allgemein, mache ich vielleicht irgendwann mal weiter. Vielleicht, wenn von euch jemand weiß, wie man das, also ich habe, wo früher die Kommentar, Ding war, ist jetzt eine Liste von Videos, die man eingelistet kriegen könnte, wenn man auf Autoplay, ihr wisst schon, das Klappische, dass noch dem Video automatisch anderes Videos nächster euch spielt, stellen würde, dann würde dann das, da, selbst wenn ich es euch stellen kann, wieder, ich hab rauskriegt, wie man das wegkriegt, ja. Aber auch wenn ich es wieder auch mache, ja, die Liste bleibt, ich habe sehr keine Kommentare mehr, ich kann keine Kommentare mehr schreiben und auf fremde Videos. Ihr kennt dann schätzungsweise nach meinen Videos auch nichts mehr schreiben. Antworten kann ich gerade noch so auf Kommentare. Über das Community-Ding. Also wenn einer von euch weiß, wie man das ausschaltet und so, kann es vielleicht noch immer weiter. Aber ihr merkt, die Abstände, zwischen denen ich solche Videos mache, dass ich meinen Kanal schließe, dass ich keinen Bock mehr habe, wäre immer kein. Ich denke, es wird einfach Zeit, mal aufzuhören. Also, ja. Mein Camcorder ist eh am Arsch. Nein, dann wäre ich sowieso reparieren lassen, weil ich will ja privat ein Konzert oder was weiß ich, mein Kader oder sonst was filmen. Aber YouTube, denke ich, ist wie gesagt, ja, YouTube Pause oder YouTube Rente, YouTube Ende, ich weiß es nicht. Ich kann im Moment, ich bin zu sauer, um das zu entscheiden. Aber YouTube, fick dich. YouTube, du kotzt auch. YouTube, ich krieg, nein. Vielleicht gehe ich woanders hin. Vielleicht gehe ich auf andere Plattformen, aber nicht YouTube, sorry. Komischerweise, der letzte Kommentar, den ich hier verfasst habe. Und dann das Floyd-Video vom Mund. Schon wieder Le Floyd, aber deswegen war es auch vorher Le Floyd, aber der kann nichts dazu. Der kann um Gottes Willen nichts dazu, das ist cool. Habe ich noch, da ging es darum, dass man so Accounts vererben kann, Facebook jetzt, und dass YouTube sich auch damit auseinandersetzt. Habe ich noch geschrieben, ey, dass mein YouTube-Account, das fände ich irgendwie cool, wenn ich dann irgendwann mal vererben kann, weil da richtig Herzblut drin steckt. Da mal rarer Blick, ist mal mehr noch Blut, wie noch Herzblut. Ich dann liebste zu YouTube fahre und der die alle da klatsche. Einfach einmal kurz, wusch! Problem ist nur, bei einmal bleibe ich nicht, weil ich glaube, ich werde in den Blut draufkommen. Ich werde nicht in den Blut draufkommen. Ich hasse YouTube mittlerweile. Ich hasse. Das gibt's nicht nur aktuell, sondern die ganze Zeit. Ich mache immer wieder Videos, dass YouTube mich auch kurz, dass ich von YouTube weg will, dass YouTube einfach nichts mehr bringt, dass YouTube, Es ist nämlich, ich sag's wie es ist, es ist nämlich, es geht nur noch um Kohle. Es geht nur noch um Kohle. Ich schalte auch Werbung, ist kein Thema. Ich habe keine Ahnung, wie ich an die Kohle drauf komme, aber ich schalte Werbung, weil ihr wisst ja, und dann alles bin ich sowieso Spende. Also das, mir geht's da nicht um Geld, aber ich sag mal so, wenn man damit Gutes tun kann, das ist bei meinem Fall ist es sowieso nicht viel, aber ja, trotzdem, ein bisschen was Gutes kann man damit tun.
Meinetwegen soll er die Werbung wieder abschaffen. Meinetwegen soll er. Nee, also, sorry, ich hab keinen Bock mehr. Es macht mir momentan keinen Spaß mehr. Es macht mir wirklich keinen Spaß mehr. Ja, wenn ich jetzt nicht einmal mehr mit euch diskutieren kann unter meine Videos. Oder auch unter fremde Videos. Ich bin einer, ich schreibe recht viele Kommentare. Dann habe ich darauf keinen Bock mehr. Ne? Ich glaube nicht an Zufall, dass mein Camcorder am Arsch ist. Gut, ich habe mal die Webcam da gekauft, die tut ja schon seit ein paar Videos, aber so gut ist die auch nicht. Aber gut, das habe ich bezahlt, ich glaube 17,99, das war es ja schon wert, das ist, jo, mal gucken. Ich sage, vielleicht mache ich irgendwo anders da weiter, vielleicht mache ich auf YouTube weiter, ich will jetzt keine Panik oder sonst irgendwas in der Arsch verbreite, ich sag nur, es kotzt mich auch. Ich rede kurz, ne? Und ich mache jetzt auf jeden Fall, mache ich jetzt eine Pause von YouTube, auf jeden Fall. Da könnte es passieren, was will, ich mache jetzt eine Pause. Ich brauche Pause. Ich habe Videoideen ohne Ende. Ich habe schon auch gekündigt, dass ich ein Comedy-Video machen wollte. Ja, ich, dann Jana Kraut wäre noch kommen. Dann Alterswahnsinn im TV. Dann, weil zimmerfrei abgesetzt wird. Dann, was habe ich? Ich habe einiges vorgehabt. Einiges noch. Ich sage euch nur, was es gewesen wäre, um hier nicht irgendwie, weil ihr macht, dass ich wichtig oder was. Nein, mache ich mich nicht. Einmal ging es dann noch um Konsum. Dann wollte ich wollte die Tommy News in der Form, wie man sie bis jetzt gemacht habe, beenden. Wollte allerdings dann öfters mal, wenn ich ein Video bzw. ein Ereignis, das passiert, einfach passiert, einfach auf das Einzelne eingehe, ohne irgendwie jetzt Ammo im Monat und bla, sondern einfach nur so. Ja? Wisst ihr, ich meine. Ich habe einiges vorgehabt. Ja? Mal Blattesammlung wäre noch komme für die James. Ich habe auch noch ein paar Kochvideos. Ich habe mir extra einen Kartenleser gekauft, weil das ist auf der Speicherkarte von meinem Camcorder. Da hat der Camcorder aber zur Zeit. Ich wollte euch sowieso noch zeigen, wie mein Camcorder spielt. Das wäre auch noch komme. Dann Kochvideos habe ich, wie gesagt, noch schon ein paar vorproduziert. Ja, dann wird sich auch noch gewünscht, dass ich mal was anrichte und dekoriere. Dann habt ihr Roomtour, aber wolle die dann kommen, wenn ich umgezogen bin. Also ich habe noch nichts, hat sich nichts geändert seit gestern, aber wenn ich dann, das meint, es ist so, muss ja damit schon passieren, weil ich hab, ne, muss man hier weg, will ja hier weg. Aber so, nimi, ne. Sorry, ich lass mir das nämlich fallen. Ich lass mir den Scheiß von YouTube nämlich fallen. Ja? Und daher, ich sag nochmal Tschüss, ob es bis dann gibt, das werden wir sehen. Auf jeden Fall sage ich jetzt nochmal Tschüss, ich hab keinen Bock mehr. Ciao.